Hallo Leute und willkommen zurück zu XCOM 2. So, wir müssen noch 4 Zivilisten retten. Und ja, haben auch schon einige Aliens rausgenommen. A1, 2 und hier 3 Kristalliden. 5 Gegner. Und die Schattenkammer hat gesagt, wir haben es mit voraussichtlich 11 Gegnern zu tun. Das heißt, mindestens noch 6 Gegner. Hinten verbirgt sich irgendwo ein Mech. Und der Predator ist halt noch verborgen. Oh, wir kommen hier so einen langen Weg laufen, um nach oben zu kommen, okay. Ja. Also da hinten sind auf jeden Fall Gegner. Gar keine Frage. Ansonsten können wir... dem Grenadier. Der dahin läuft, deckt er ein bisschen was auf. Aber er kann halt auch gesehen werden und eine Reaktion auslösen. Nehmen wir lieber mal den Predator. Der ist ja verborgen. Okay, ein bisschen was riskieren. Bin unterwegs. Okay. Tja. Einlaufen, wenn der aufgedeckt wird, ist ein Riesenproblem. Weil die anderen sind weit weg. Auf jeden Fall sind hier in der Nähe erstmal keine Gegner. Da kann der Glitch da einrennen. Und ab geht's! Spark-Einheit. Den Zivilisten verlieren wir. Kann man, glaube ich, nicht viel gegen machen. Einmal dahin. Servos auf Maximum. So, einmal einen Zivilisten retten. So. Bin gleich da. Na los, weg hier. Es steht 3:2 vor uns. Okay, jetzt können wir hier mutiger sein, weil wir wissen ja, da sind keine Gegner. Ah, ich möchte den Valentine auswählen. Der ist ausgefehlt. Okay. Ja, Kletterhaken wieder einsatzbereit in einer Runde. Wenn wir ihn jetzt hier ein bisschen nach vorne bewegen, dann kann er sich das nächste Mal mit einem Kletterhaken hier raufziehen. Oder sogar auf die andere Seite. Okay, einmal dahin. Ist es auch sicher? Boah, einigermaßen.
Und Feuerschutz. Bitte Feuerschutz. Ja, Granatier. Kommt nicht bis da oben. Ist ja der letzte, der hier oben ist. Okay. Geht der einmal rein. Und Feuerschutz. Bestätigt, Überwachung läuft. Okay, also da drin wird kein Gegner sein. Können ruhig dahin, denke ich. Oder. So. Machen wir es so. Verstanden. Rücke ab. Sieht nach feindlichen Einheiten aus. Ja, wenn die den jetzt entdeckt hätten. Sie sind gerettet. Verschwinden Sie! Dann hätten wir ein Riesenproblem. Also das ist halt der große Vorteil von Verborgenheit. Ich kann sogar den zumindest ja auch noch einsacken. Jo, okay. Haben wir doch nicht so schlecht gespielt. Also Primärziel haben wir dann gleich erfüllt. Ja, die Smuggler ist ja stabil. Eventuell voll noch den Gefechtsscanner einsetzen. Und zwar hier. Aber dass da viele Gegner sind, wissen wir ja. Okay, da müssen wir die Tür gar nicht aufmachen. Wir können dann einfach durchs Fenster springen. Den Festscanner dort rauswerfen, das klappt wahrscheinlich nicht. Oder zumindest nicht so, wie ich mir das dann vorstelle. Nee. So. Zweite und letzte Aufladung vom Gefechtsscanner. Und ja. Genau das möchten wir hier aufklären. Ein war noch was? Okay, ganzen Zivilisten. Okay. So, Zwackernheit. Schon mal rein. Ja, 5 von 6, genau. Aber es war jetzt gerade ein bisschen verzögert. Und. So, einmal hier. Ihn noch einen sammeln. Oh. Okay. Ein Gestaltwandler. Ich bin aufgeflogen. Ja, keine Verborgenheit mehr. So, aber wir haben hier alle Möglichkeiten. Ein Gestaltwandler, da reicht ja eigentlich. Ja, ob die so viel werden, ja noch einen zweiten zu verbergen. Wir wissen, da sind ganz viele Gegner. Auch noch so eine Kugel. Einmal dahin. Rücke vor zum Ziel. Ich glaube nicht, dass sie noch einen zweiten reinpacken würden. Ey, okay. Status bestätigt. Zivilist in Sicherheit. Jawohl, so, jetzt können wir hier ganz in Ruhe die Gegner eliminieren. Und wir haben doch noch den Valentine.
Nicht, dass er nachher wieder irgendwo landet, wo er niemanden erwischt. Er kann sogar dahin mit dem Kletterhaken. Das ist eine dermaßen geniale Position. Oder halt hier auf die Seite, da hätte er auch noch leicht Deckung. So, ist beides legitim. Ja, gut, vielleicht weil unsere anderen Einheiten eher hier in dem Bereich sind. Und zum Rüberschießen reicht das alles. Also sowohl von hier kann er da drüber schießen, als auch von hier. Also einmal Kletterhaken nach hier oben. Das ist keine Aktion. Kann er nachher auch noch mit seinem Scharfschützengewehr schießen. Ja. Konfrontation. Einmal nur testen, ob der alle erreichen würde. Nein. Die zwei hinten, die erreicht er nur mit seinem Scharfschützengewehr und mit Truppsicht. So. Ja, aber der hier ist praktisch. Wohl schon Hakenhunter machen. Hat nur die Frage, wie wir vorgehen. Finnischen mit dem Predator hätte den Vorteil, dass wir dann unantastbar wären. Und Finnischen mit Wellenteil hätte den Vorteil, dass wir tot von oben hätten. Und dann würde er halt noch eine Aktion überhaben, auch ohne Serie. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, okay. Unser Granadier. Einmal dein. Hundertprozent. Okay. So. Einmal dahin. Das kann ich machen. Übernahmeprotokoll. Ja, gut, wir versuchen es einfach mal. Programmierung aktiviert. Nicht betäuben, sondern richtig übernehmen. Dann sehen wir auch hier 5 Gegner. So, 41%. Jawohl. Feindliche Kontrolle. Oder halt nicht feindliche Kontrolle, sondern Kontrolle über den Feind. Ja, die suchen sich schon ein neues Ziel. Die wird jetzt erstmal aktiviert, okay. Habe Zugriff. Jawohl. Okay, so, jetzt wird's spannend. Konfrontation würde jetzt erreichen. Den Mutorn und die Kugel wahrscheinlich. Ja. Okay.
Ja, ich find's super. Die Serie, die könnte halt komplett eskalieren, aber die haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, den könnten wir safe rausnehmen. Den Mulchhorn. Da hinten. Ah, da wird's dann nicht mehr reichen. Ja, aber dann wäre der. Predator, der hat halt nicht seine Spezialfähigkeit aktiviert. Also unantastbar. Wenn er sich hier den Kill holt, dann hat er das halt. So, haben wir nur noch die zwei oder haben wir noch was anderes? Nein, nur noch die zwei, okay. Ja, das war keine Safe da hinten. Die Kugel. Rüstungsschaden. Wahrscheinlich eher weniger. Wäre schon schön, wenn sich die Kugel dann auf den Predator stürzt und der unantastbar wäre. Dann. Nein, Nahkampfangriff. So. Ziel erledigt. Jawohl. Und hier können wir auf ihn schießen. Ah, der ist ja dann safe down. Dann haben wir tot von oben. Einer erledigt. Noch tausende übrig. Ja, 6 Rüstungspunkte. Ach so, jetzt ist der Predator, jetzt haben wir keinen Truppsicht mehr. Ach so, mit der einen Aktion können wir kein Scharfschützengewehr mehr einsetzen. Okay, Truppsicht haben wir trotzdem, aber okay. Ja, hier nur mit der Pistole. Das bringt, macht gar keinen Sinn. Wir gehen in Deckung. So, jetzt bin ich mal gespannt, was sie machen. Oh, da ist noch einer. Ah, das war jetzt schon unantastbar. Der wird ja wohl jetzt mit seiner AOE-Fähigkeit nicht alle drei treffen. Sind doch weit auseinander. Hui. Hat er jetzt auf den Zivilisten geschossen daneben? Okay. Okay. Wir verlieren unzählige Zivilisten, Commander. Wir müssen die Menschen hier rausbringen. So. Okay, aber der ist immer noch in seiner Form mit 6 Rüstung. Der kann sich auch aufmachen, dann ist er wesentlich verletzlicher.
So, ja. Die Rüstungspunkte hat er immer noch. Und ja. Oder wir schauen uns erstmal hier unsere gehackte Einheit an. Oh je, der kann Mikroraketen sogar zweimal einsetzen. Okay. So, einmal hier drauf. Zack. Okay. Jetzt haben wir schon mal ein bisschen Schaden gemacht. So. Ja, müssen wir hier uns um Mimchen kümmern. Der wird auch gefährlich. Jetzt so in Reichweite. Weltschlag. Ja gut, Weltschlag, normaler Angriff, dann wäre der raus. Und wen trifft der Valentine mit seiner Pistole? Ah, nur ihn leider. Ich würde halt auch gerne eine Sensenbahn-Aktion starten hier. 1, 2, 3. Okay, aber die Kugel, das ist ja auch das Hauptproblem. Dann hätten wir hier eine Trefferchance von 81%. Können mit Ruptur arbeiten. Dann würde die Kugel halt Rüstung verlieren und in Zukunft immer 3 Schaden mehr kriegen. Das wird wehtun. Sehr schön. Rüstung hält stand. So. Hat er schon gefährlich. Wenn der ein bisschen mobiler ist, dann erreicht er jetzt schon den Glitch. Na gut, wir werden einmal sagen, Gremlin-Heilung. Los, heilen! Oh, das kostet nur eine Aktion und dann... Ja, nehmen wir die Kugel raus. Oh, 65% nur. 100%. Backeinheit. Ja, ich möchte halt schon, dass sie sich hier um ihn auch kümmern dann. Nicht, dass sie sich dann auf unsere eigene Backeinheit stürzen. So, ja gut, dann macht die Sparkanheit einmal einen Er geht einmal dahin. Verfolge Route zum Ziel. So. Warbird ist auch noch da. Können wir sie irgendwo in Position, dass sie auch angreifen kann? Ah, hier.
Na, hoffen wir mal. Geht klar. Ja gut, 51%. Ansonsten können wir auch sagen, der Valentine kriegt einen Reflexschuss. So. Um 60%. Rüstung wurde getroffen. Obwohl. Okay. Ja, sieht doch jetzt schon gar nicht schlecht aus. Das ist schon safe. Der hat noch 6 Leben, 4 Rüstung, 10 Schaden. Ja, das ist eine sichere Geschichte, weil wegen Ruptur. Und dann kriegt unser Predator wieder unantastbar. Wow. Am Ziel vorbeigeschossen. Ja, gut. Damit habe ich nicht gerechnet, aber das Ding hat auch extrem hohe Verteidigungswerte. Elf bis 13. Hier steht zumindest 100%. Das würde reichen. So. Jetzt eine Serie starten. Ja gut, wenn ich jetzt wandern. Abschuss bestätigt. Nicht okay. Schlecht. Automatisches Nachladen. Kostenloses Nachladen. Nachgeladen. Also, und dann hier. Eventuell kriegen wir den rausgenommen. Nicht unmöglich. Zufrieden? Ja. So, und dann hier nochmal. Wow, der Valentine wieder. Einer erledigt, noch tausende übrig. Ich habe etwas. Und Feuerschutz. Bestätigt, Überwachung läuft. Ja, jetzt entweder hier nochmal heilen oder verbesserte Verteidigung aktivieren. Und einen Reflexschuss. Hat weniger Aktionspunkte. Also ich glaube, der macht nur 8 bis 10 Schaden. Wäre also hier nicht sicher, dass er den dann rausnimmt. Dann werden wir einmal heilen. Heilmodus. Danke sehr. Oh, der Pferd wandelt sich jetzt noch. Okay. Gut.
Stampf, Stampf, Stampf. Gut, ja, dann machen wir hier einen Break und beim nächsten Mal geht's weiter. Macht's gut, Leute. Bye, bye.